Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Täglich zockt das Murmeltier. Heute... Splatoon 2. Und es gibt wieder was zu labern. Und zwar natürlich, ihr könnt es euch wieder denken, der Stream. Also Leute, wie gesagt, dieses Wochenende wurde es halt irgendwie nichts, ne? Was war da los? Wann passiert was, ne? Alles das erfahrt ihr heute in diesem Video, wenn der Gegner tot ist. Folgendes. Das ist ein Cheater, Alter. Es ist so, dass Joas hatte diese Woche keine Zeit, denn er musste sich unbedingt die Jahresarbeit seiner Schwester anschauen. Die war tatsächlich sehr lustig. Sexuelle Revolution. Oh nice. Ulala. Ich fand sie so lustig, Alter. Ich war leider nicht da, ich hatte nicht an diesem Tag, hatte ich Dienst, und, du, das war schon, also er hat mir erzählt an sich, er fand das halt sehr lustig und, an sich die Arbeit, also ich werde da nicht so viel, Digga, dieser Sniper, der ist so ein Cheater. Was willst du? Ja, ich weiß, er will irgendwie Team, aber ich habe heute irgendwie nicht so eine Lust auf Team. Nein, jetzt habe ich nur ihn erwischt. Denn es ist eigentlich so, ja, ich weiß alles nicht, was es mir halt nur so grob am Telefon erzählt. Und... Na, Kollege? Ja, nicht, ich leg dich nicht mit mir an. Wie gesagt, Jos wird es euch noch erzählen, wenn er das nächste Mal da ist. Wenn ich ihn dran erinnere. Das Genaue. Dann kommen wir auch nicht durcheinander. Folgendes, wann ist halt dein nächstes Stream? Es war halt so, ist es genauso, wie ich es mir gedacht hatte. Dass Joas hier irgendwie vor Langeweile, also er meint halt, er wollte sich die Streams Samstag, Freitag und Samstag, die hier die Jahresarbeiten ansehen. Und ich wusste schon, dass er das nicht machen werde. Und wollen wir nicht doch mit ihm Team, Leute? Ja, ich sag doch, der Penner cheatet, Alter. Und was macht er da? Und naja, es war mir schon irgendwie klar, er meint so, nein, unbedingt will er sich ansehen. Und heute, es war mir so klar, dass ich mir dachte, dass das heute kommt, nach dem Motto. Dass er hier heute so nach dem Motto kommt, hier, ich wusste, dass er von der Jahresarbeit irgendwie... Okay, der Typ cheatet. Der Typ cheatet. Ich weiß, ich habe heute zwar nicht viel Zeit, da komme ich gleich zu, aber das will ich wirklich nochmal in der Videoaufnahme sehen. Kollege, helf mir mal da. Ah, oh, ist tot. Der Typ da. Was für ein Hacker! Guck mal, wo er wusste, wo ich war! Also, und das sind solche Cheater, ey. Solche Cheater. Naja gut. Ich komme gleich zum nächsten Streamtermin. Es sind solche Cheater. Ja, schon wieder diese Map. Und, mir war halt klar, dass er vor Langeweile da wirklich bei dieser Jahresarbeit von Stuhlkippen heute wollte er da auch nicht hin. Aber heute muss er unbedingt seine Jahresarbeit fertig machen. Da kann ich auch noch gleich mal was zu erzählen. Aber erstmal kommen wir zu den kommenden Videos. Ja, ich hänge etwas hinterher mit den Videos. Das muss ich da zugeben. Muss ich zugeben. Ah, Sackgesicht. Du Sackgesicht. Und... Hä? Der war nicht drauf! Warum cheaten die Leute hier eigentlich? Es ist unglaublich. Der war nicht drauf. Ah geil, haben wieder ein AFK hier oder was? Und, ja. Und heute meinte er unbedingt von der Jahresarbeit weiterzumachen, und zwar die Videos. Das ist nämlich so, dass die, ich hatte halt wenig Zeit und ich hänge hinterher mit den Videos. Ich wollte heute, gestern wollte ich hier, schon... Und hier Videos, dann mache ich mal so, bleibe ich mal etwas länger wach und mache ein paar Videos, ne? Aber da war das so, dass mein Vater irgendwie meinte, ja komm, geh mal am Wochenende um 11 Uhr, nee, um 10 war das, zu Bett. Da war so ein Vogel, nein, unbedingt darauf verstanden, weil er irgendwie... Ach schau, mir fehlt da noch ein bisschen für... Rudi, gib mir nur ein kleines bisschen, danke sehr.
Und dann trifft da nichts. So. Und deshalb hänge ich halt mit Videos hinterher und heute muss ich wohin. Und deshalb. Ja, wie viel es da gebraucht hat. Und deshalb werde ich heute halt nur noch Splatoon-Videos schaffen. Ich habe das zwar schon aufgenommen, das andere da. Aber fertig werde ich damit leider nicht mehr. Und das tut mir halt wirklich leid, aber naja, ich werde morgen mich ransetzen müssen. Aber naja. Okay, und die anderen Videos, ja, Splatoon-Video, wie gesagt, weil ich im Zeitdruck bin, versuche so schnell wie möglich heute hochzuladen. Ich sag doch, der Typ cheatet. Das Ding hat nicht so eine Reichweite. Guck dir das an! Der hat sich teleportiert, Alter! Also, und weil ich halt mir hier das Video wird auch leider nur 1K gerendert werden. Und zwar noch was gibt es zu reden. Ah ja. Monitor, ne? Und zwar haben wir einen schon Stream-Vorbereitung geschlossen. Den zweiten Monitor, den ich mir schon vor Urzeiten bestellt habe, endlich mal angeschlossen. Und naja, da war es halt so, dann stellt sich am Ende heraus, dass um den zweiten Monitor anzuschließen, du hier die bestimmten Anschlussvoraussetzungen erfüllen musst. Ja, er auch noch. Genau. Guck mal, guck dir das an, wie er weiß, wo ich bin. Guck dir das an, wie der weiß, wo ich bin. Das ist so eine Hacker-Lobby. Da wusste permanent, das ist der gleiche von vor eben. Leute, ihr könnt mir nichts erzählen. Dieser Typ, ich leg meinen Schwanz ins Feuer, Alter. Der Typ hackt. Der Typ hackt. Da kann mir niemand was erzählen. Er wusste permanent, wo ich war. Ja, zum Monitor weiter. Mir war es schon irgendwie klar, als ich das angeschlossen habe, den Monitor. Ich bin ja, by the way, Operation Goldfisch. Mir war schon klar, als ich hier streamen wollte, dass ich mindestens einen Tag Zeit brauche und das noch an einem Tag, wo die Geschäfte offen haben, weil da sicher irgendein Scheiß kommen wird, wofür ich noch einkaufen fahren muss. Ja, glücklicherweise muss ich sagen, weil ich davor den Monitor nicht angeschlossen habe, dass ich sehr, sehr froh darüber bin, dass, wie soll ich das sagen? Ach, ich habe keine Tinte mehr. Dass ich sehr froh darüber bin, dass wir das schon geregelt haben mit dem Monitoranschluss, bevor ich irgendwo hingefahren bin. Denn wir mussten uns ein extra Kabel kaufen. Ist die Tinte leer auch noch? Ich glaub's nicht. Wir mussten uns ein extra Kabel kaufen. Kann der scheiß Hacker auch mal was anderes außer der permanent hochkriechen? Extra Kabel kaufen. Das nur wirklich für den. Aber den habe ich noch gekriegt. Das wirklich auch nur für den passt, denn es ist so, um zwei Dinge anschließen zu können, muss man beide Kabel an der Grafikkarte des Computers anschließen. Unser Computer hat nur für die Grafikkarte drei Anschlüsse, und zwar so ein TD-Dingsbums-Anschluss, ein HDMI-Anschluss und was war das andere noch? Oh, das war knapp. Und dann noch so ein, den anderen weiß ich den Namen nicht mehr, auf jeden Fall auch so ein richtig seltener Anschluss, den fast niemand hat. Und der Computer hatte halt wieder nur HDMI. Und nur einmal HDMI, das war's halt. Man braucht mindestens zweimal HDMI dafür. Und deshalb habe ich mir das auch noch auf Amazon bestellt. Weil, finde mal ein Geschäft, wo du das auch die schnell leer bekommst, Alter. Der Drecks-Cheater da hinten. Ja, das trifft man wieder nur eins. Man kennt ihn. Hallo? Dieser Typ hackt doch! Auf ganz allein! Da trifft nie ein Schuss bei dem. Digga, was die alle mit ihren Drecksgranaten immer haben. Ja, ich hab dich gesehen da oben, ne? Na, ah, wird das schon Ding langsam blau. Und zwar vor, noch was zu erzählen, und zwar mit Jos. Mir war das schon von... Keine Sinte mehr. Mir war das schon von Anfang an klar. Ja, das kommt auch noch. Und der will mir erzählen, das hat nicht einen Schuss getroffen. Ist irgendwie der Wurm drin, ne? Ah, komm. Digga, gibt's eine Damage-Anzeige bei den Dingern? Denn ich erfülle gerade ein Pensum. Folgendes. Es gibt noch ein bisschen mehr zu labern. Ja, aber Jos, mir war das schon von Anfang an klar. Guck mal, der hat zwei Granaten geworfen. Das geht gar nicht. Der Typ cheatet doch. Das ist jetzt endgültig Beweis. Man kann keine zwei Granaten hintereinander werfen. Genau.
Und ich finde das auch an sich, ist halt, also wieso auch. Ach ja, der nächste Streamtermin, das fällt mir jetzt erst ein. Und zwar, wie gesagt, er meint halt in 3 Wochen. Leute, ich war drauf. Das hat man sofort gesehen. Das hat jeder gesehen. Ich war einfach drauf. Aber das Spiel kratzt sich halt dafür eine Bohne. Ja, und jetzt wird der Gegner, ne? Gratulation. Danke, Sir. Wie kommt er darauf? Da, der wirft 2 Granaten und das geht nicht. Da, man kann keine 2 Granaten werfen. Meine Fresse, Leute, dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Ja, der nächste Streamtermin. Naja, nächste Woche hat er halt seine Jahresarbeit und dann noch die... Der schwamm jetzt in grüner, in blauer Tinte. Jetzt ist das doch der endgültige Beweis. Warum sind nur noch Hacker in Splatoon da? Ich hab echt keinen Bock mehr, langsam. Weißt du... der nächste Streamtermin ist halt etwas... Ist halt kacke gelegen und zwar nächste Woche hat er halt das in 3 Wochen. Und da es bei Jos so ist, dass niemand ihn fragt, bei seinen Dingsen, ob er in irgendeiner Hinsicht Zeit hat an dem Tag, ist das wirklich so, dass hier, ich ihm halt gesagt habe, er soll wirklich jedem sagen, seinem Klavierlehrer, er soll seinem Cello-Lehrer sagen, dass er am nächsten Samstag in 2 Wochen, nicht in 3 Wochen, sondern 2 Wochen, also nächster Samstag und dann übernächster Samstag, dass er da keine Zeit hat. Das ist wichtig. Denn, naja, hoffentlich zerbricht die Anzeige. Weißt du, ich habe letztes Mal Splatoon wirklich so just for fun wieder hardcore gezockt und habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Guck dir das an, Alter. Ja. Ah, kommt hier jetzt Säcke. Genau. Genau, scheiß Cheater, ich hab echt keinen Bock mehr. Guck dir das an, es trifft nie ein Schuss. Es trifft einfach nicht. Okay. Dann würde ich mal sagen, danke an alle, die bis jetzt zugeschaut haben. Ihr seid die Besten. Und ich bin täglich zockt das Murmeltier. Damit verabschieden wir uns und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, täglich zockt das Murmeltier. Ciao, ciao. Drop it.